Hallo und willkommen zu einem neuen Antwortvideo. Das ist eine Antwort auf Hamidros Frage auf meinem Kanal. Also ein Kanalkommentar. Wie gesagt, da könnt ihr mir gerne Fragen stellen, Tag und Nacht und weiß ich nicht. Finde ich ganz cool. Da mag ich Fragen jeder Art. Immer rein damit. Und los geht's mit seiner Frage. Und zwar, wenn du jetzt mal wieder auf einer deiner Trödelmärkte unterwegs bist und einen Fund machst. Wie genau machst du dich dann über den Transformer oder so schlau? Hast du schon viele Modelle im Kopf oder suchst du die aus Katalogen oder wie machst du das? Finde ich eine coole Frage. Also ich werde das ein bisschen zerlegen, die Frage, und in mehreren Antworthäppchen mal versuchen, euch das zu beantworten. Habe ich jetzt einen großen Katalog im Kopf? Jein. Also ich habe jetzt mehrere Sachen im Kopf. Und zwar, das unterscheide ich jetzt einfach mal, mehrere Kataloge. Einmal die Abteilung halt Power Ranger, die Megazords. Bei den Megazords, muss ich zugeben, habe ich so um die 80% mehr oder weniger im Kopf. Das befasst sich aber eigentlich mehr auf die Sachen, die halt in Europa rauskamen, also Deutschland und so, diese Sorts, die wir hier standardmäßig hatten. Sollte jetzt mal irgendwann auf dem Trödelmarkt einer dieser Spezialsorts eben aus Japan hier mal auftauchen, ist es so, dass ich ihn zwar vielleicht schon erkenne, weil sie ja meist schon der Serie entsprechen, aber dann auch erstmal überlegen muss und gucken muss. Da müsste ich mich dann auch informieren. Da komme ich noch später zu. Erstmal zu dem Katalog in meinem Kopf. Also bei Megazords ist es so extrem, sage ich jetzt mal, da ich erkenne einzelne Sorts, die halt zum Megazord gehören. Ich erkenne teilweise eben noch Zubehör des Megazords, wie Helme und Waffen. Das geht relativ gut. Also wenn jetzt zum Beispiel sehr häufig ist, meiner Meinung nach auf Trödelmärkten verteilt gewesen eine Zeit lang, die Waffe des Shogun Megazords, und zwar diese einzelnen roten Sachen wie diese Bogen und so. Das erkennt man, wenn man es in der Hand hat, und zum Beispiel meist hilft es dann auch, wenn einer dieser Shogun Megazords da noch in der Kiste ist, weiß man, dass der Rest auch dazu gehört. Das erkennt man dann eigentlich, das weiß man. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, es gehört dazu, halt in Kisten rumzugucken etc. Und wenn ich dann halt in so einer Trödelkiste zum Beispiel einen einzelnen Sort in die Hand habe, also in der Hand habe, dann erkenne ich ihn meist. Heute zum Beispiel, also wir haben Sonntag, heute war ich auch schon wieder unterwegs ein bisschen gucken. Und heute habe ich eigentlich nur zum Beispiel in einer Kiste von Power Ranger Operation Overdrive diesen Bohr-Sort gefunden. Jetzt weiß ich den Namen natürlich gerade nicht komplett aus dem Kopf, aber ich weiß, okay, es ist ein Sort, den du A hast, B ist es nur ein einzelner Sort, du hast den Megazord komplett zu Hause, und da weiß ich ungefähr auch die Informationen über den Sort. Also ich weiß ungefähr, wo er hingehört, in welche Staffel, zu welchem Sort, das halt kombinierbar ist mit zum Ultrasort und so eine Sache. Ja, das weiß ich alles mehr oder weniger aus dem Kopf. Also bei Power Rangers ist es relativ problemlos. Transformer sieht es allerdings anders aus. Bei Transformer würde ich sagen, sind es höchstens, ja, 50%, wenn nicht noch weniger. Das ist einfach mal dermaßen eine große Masse an Informationen, die man bei Transformer im Kopf haben müsste, täglich. Also zumindest, wenn man dann auf den Markt geht, dass ich da eigentlich, sagen wir mal, eine abgespeckte Version im Kopf habe. Und zwar funktioniert es eigentlich bei mir so, dass ich halt, wenn ich einen Transformer irgendwie in der Hand habe, eigentlich mich darauf festgelegt habe, die Figur nur, sagen wir mal, als Transformer erstmal zu erkennen. Ich zeige euch mal ungefähr, was ich jetzt meine. Zum Beispiel, guckt in einer großen Autokiste. Da sind jetzt ganz viele Autos, und ihr seht diese zwei kleinen Autos. Meist sind die dann auch noch mal ein bisschen besser verwandelt, dass das nicht gleich so offensichtlich sieht. So zum Beispiel, so zwei Autos. Da mache ich mir das relativ leicht, drehe sie zum Beispiel um. Hier sieht man, okay, klar, jetzt ist der Arm ziemlich leicht, aber ihr seht schon, der Unterkörper verrät es. Meist hilft es dann auch, auf den Hersteller zu achten. Hasbro, Takara etc. Macht es dann natürlich auch noch erkennbar. Hurra, es ist ein Transformer. Das hilft mir jetzt dann schon mal zu erkennen, okay, Transformer.
So erkenne ich zum Beispiel ganz relativ simpel auf Trödelmärkten Transformer ja, Transformer nein. Also ich gucke wirklich in Kisten und weil meist sind irgendwelche Transformer-Schätze nicht wirklich auf den Tisch aufgebaut und am besten noch komplett, nein. Das ist auch noch so eine Sache, ihr müsst, wenn ihr wirklich mal guckt, versuchen die Figur im Geist, sagen wir mal, im Kopf zu verwandeln. Es hilft. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Auto habt. Jetzt versucht dann vorsichtig erstmal den ersten Schritt. Wo ist der Kopf? Hier ist der Kopf. Ist der Kopf da? Obwohl der Kopf meist nicht abnehmbar ist bei den Figuren, schafft es der eine oder andere Vorbesitzer irgendwie so den einen oder anderen Transformer kopflos zu machen. Dann ist er abgebrochen oder die Arme sind weg oder. Das hilft dann schon wirklich, ihn vielleicht so mehr oder weniger zu transformieren und zu gucken, aha, wie weit ist er komplett? Lohnt es sich dafür, weiß ich was auszugeben? Das hilft schon mal. Also das ist schon wirklich wichtig, erstmal zu gucken, was ist es ungefähr. Also wie gesagt, ich kann es in Kategorien bei Transformern packen. Ich kann sagen, wenn ich jetzt eine Figur sehe, okay, es ist ungefähr entweder irgendwie eine der älteren Generationen, wobei ich zwischen G1, G2 nicht unterscheiden kann. Also nicht aus dem Kopf, das habe ich noch nie gekonnt. Ich weiß, aha, es ist ein alter Transformer, ich weiß aber nie, in welche Generation er genau gehört. Also G1, G2 ist für mich eigentlich so Generation. Da mache ich gar keinen Schnitt, aber es ist natürlich ein Schnitt vorhanden. Leichter macht es auch nicht. Wird oder so, Robot in the Sky ist auch so eine Sache. Sind zwar auch eigene, aber wie gesagt, man muss erstmal erkennen, ist es ein Transformer? Dann hat man schon mal viel gewonnen. So, hier mache ich einen kleinen Schnitt, weil ich will mir wirklich dafür Zeit nehmen. Und wenn es auch ein bisschen länger dauert, gibt es gleich einen zweiten Teil. Und ich hoffe, euch hat der erste gefallen erstmal und ich hoffe, ihr schaut den zweiten. Ich sage Tschüss, bis gleich.